höchste Anspannung und Konzentration, jeder Handgriff sitzt. Es sind die letzten Stunden der dramatischen Rettungsaktion hier in der Morka-Höhle in der Südtürkei. Dort unten sitzt die Verlobte von Mark Dicky, dem Höhlenforscher, der seit über 10 Tagen unten in dieser 1000 Meter tiefen Höhle mit ärztlichen, mit medizinischen Problemen gefangen war und jetzt mit internationaler Hilfe versucht wird, eben in die Oberfläche zu bringen. Mark ist ungefähr auf 300 Metern jetzt angekommen, unter Tage, wird dort von einem großen Team von Helfern, von Ärzten, von Sanitätern umsorgt, damit er eben diese letzten 300 Meter, diese schwierige Passage auch noch bewältigen kann. Bisher wird Jessica van Oort von den türkischen Behörden abgeschirmt. Bildreporter treffen sie nun auf dem kurzen Weg zwischen Camp und Höhleneingang, können kurz mit ihr sprechen. Wie fühlen Sie sich im Moment? Ich fühle mich ganz gut, bin zuversichtlich, was die Rettung angeht. Der türkische Katastrophenschutz AFAD war bisher großartig. Was denken Sie, wann wird Ihr Partner wieder hier oben sein? Keine Ahnung, das hängt von vielen Dingen ab. Danke. Mark Dicky litt an schweren Magenblutungen, bekam unter Tage Blutkonserven verabreicht. Die Rettungsarbeiten gestalten sich schwierig. Im Inneren des Berges ist es kalt, feucht und rutschig. Doch Jessica bleibt optimistisch. Es ist eine perfekte Rettungsoperation, dank allen, die hier involviert sind. All die Rettungskräfte hier vor Ort und vor allem auch der türkischen Regierung. Am gelben Absperrband ist Schluss für die Bildreporter. Mit geübten Handgriffen macht sich Jessica selbst bereit für den Abstieg in die Höhle. Sie wird checken, ob alles vorbereitet ist für die Rettung ihres Verlobten.